Einige Lappen von dir. Bitte, du hast es, blieb ruhig stolz. Majestät. Ach, das sind die Mieter, ja. Ja, das ist Frau Heming. Herr Heming, das ist Majestät. Majestät, ich hab gerade den Namen gesagt. Wenn ich das Geld ruhig möchte, kann ich dann das Hotel für verlangen? Ja, natürlich. Da kostet es nicht, das 60 Pfennig. Ich gehe von denen nochmal Gas. Ja. Vor zwei Brötchen? Nee, vor drei Brötchen. Vor drei Brötchen? Ja. Drei Halben, ne? Nee, alles klar. Gut. Wir sind sicher jetzt, ja? Wir sind jetzt sicher. Ja. Links oder rechts? Oder links. Ja, der will ich eigentlich erwarten.
die Blauen, ne? Aber diese Kunde sind die Blauen. Ansonsten, glaube ich, ist es hier für euch angenehm. Ja? Sehr schön. Ja? Sonne, hervorragend. So, dann will ich aber auch... Moin, Herrschaften. Moin, Albert. Alles fit? Ja, klar. Ja, pondernöpfig. Wir sind doch über den Dächern von Paris. Wie viele Kapelle sind denn jetzt eigentlich da? Zwei. Wie immer. Zwei Musikkapelle, zwei Tambos. Wieso? Was? Wieso? Ach, das ist ein Tambochor. Ich denke immer, das ist nur ein Kapell. Sitzt die Polizeikapelle schon draußen? Ja, oh. Alles sind gut. Hat die nur einigermaßen Platz? Setz dich ins Bett hervor, da musst du hin, die Höhe, sonst bleibt doch sitzen. Das kann ich. Mensch. Aber da. Indem du aufstehst, da hinten rumgehst, dir eins holst und wieder selbst. Und dann geht aus dem Gegner. Ich komme auch nicht dran. Was tut dir nicht? Komm mal, komm mal. Jetzt. Doch jetzt. Von der Jugend auf die ganzen Weg, da rutscht keiner. Was war auch Dankeschön. Thank you.
Du hast uns auch eingeleitet, Junge. Wird ganz am Schluss. Bitte vor dem Studio, oder? Ja. Thank you.
und vier Flaschen. Ach, ja, ja. Schlimmer, ich bin immer gut. So, das ist so. Rechts, links, rechts, Schritt gefasst und auf den rechten Weg aufgepasst.
geht's im Tag. Und jeden hat die Wanderlust gepackt. Links, rechts, schon ist die Pass. Und auf den rechten Weg aufgepasst, Juri. La, 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 schau den Lärm. Sonnen der Blit, bitten der Ried. Das schönste Lied, das schönste Lied. Laus der Blank, der Sonnenschein. Oh, welche Lust, ein Wanderbord zu sein. Gewundet. Das ist ganz so Asche. Was kommt?
Ach so, waren wir ja mitten und hinten in der Hühnerfräse. Ja.
Montag heiße ich Sie hier in den Anlagen des Kreisaltersheimes zur festlichen Eucharistiefeier ganz herzlich willkommen. Unser Gruß gilt vor allen Dingen auch den Einwohnern des Kreisaltersheimes, die diese Gelegenheit von Jahr zu Jahr immer wieder gerne wahrnehmen, um eingebunden zu sein in die größere Gemeinschaft von St. Andreas. Wir wollen versuchen, miteinander gemeinsam zu sein, hier und jetzt, im Geiste Gottes. Herr Jesus Christus,
Der Geist Gottes hat dich als den Erwählten auserwiesen. Herr, erbarme dich unser. Du hast die Gabe des Geistes. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Wort des lebendigen Gottes. Seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Wir sind hier im Westen, in unseren Wohlstandsländern, noch von anderen unterdrücken. Irgendwann kommt er zur Sprache, und das in überraschender Weise. Nee, Mann. Das können wir nur in seinem Geiste begreifen. Das können wir nur in seinem Geiste vorantreiben. Nur sein Geist kann uns Kraft und Stärke geben, dass wir nicht unserer eigenen Schwachheit erliegen. Liebe Schwestern und Brüder, und das endet dann über kurz oder lang in irgendeiner Form des Totalitarismus. Den haben wir kennengelernt in West und Ost. Und das wird jetzt mit einem Mal umso deutlicher. Die Menschen in vieler Hinsicht, am wenigsten eigentlich im Blick auf die Erneuerung im Geiste Gottes, wenn wir nicht das Gebot der Stunde begreifen, wenn wir uns nicht seinem Willen neu aussetzen und ihn an uns heranlassen. Diese Stunde hier und jetzt kann auch für uns in Kochenbruch ein Neubeginn sein, ein mutiger Aufbruch. Wagen wir es, uns vom Geiste Gottes leiten zu lassen, dann führt er uns zu den Früchten, die der Apostel Paulus aufzählt im Galaterbrief. Der Geist wirkt die Liebe, die Freude, den Frieden. Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Damit können wir leben. Amen. Durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche
das hohe Pfingstfest, an dem der Heilige Geist in Feuerzungen auf die Jünger herabkam, und bitten dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist. Er reichte es seinen Freunden und sagte, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Thank you.
Grieche unserem Heimat- und Schützenfest, unserer Kirmes, einen weiteren guten Verlauf. Ich möchte wünschen, dass vom Geiste Gottes etwas mit hinauszieht aus diesen vier Mauern. Dann
den Vizepräsidenten des Landtages von Nordrhein-Westfalen, wie kann es anders sein, Hans-Ulrich Klose. Ich begrüße weiter den Bezirksbundesmeister, Herrn Horst Thoren. Oh. Die Herren Bezirkskönig Wolfgang Schäfer, Heinz-Josef Rewi und Adjutant Heinz Backes. Diese Herren sind von den Ehre, wenn ich die anderen Bruderschaftler aufrufe, dann bitte ich sie kurz, sich von den Plätzen zu erheben, dass man sie auch kennenlernt und dass sie ihre Ehre gewiss werden hier in diesem Raum. Ganz, ganz herzlich begrüßen die Presse, das will ich heute Morgen nie vergessen, Herr Hof, Herr Koten da und den Fotograf Herr Posten. Herzlich willkommen bei uns. Machen Sie weiter so mit unseren Bruderschaften, dann wird es auch laufen. Ich meine, der Pastor hat heute Morgen gesagt, man muss im richtigen Boot sitzen. Ich denke, dass wir Bruderschaftler in dem Sinne im richtigen Boot sitzen, wenn wir unsere alte Tradition für Glaube, Sitte und Heimat weiter verfolgen werden. Wenn wir unsere Sendung richtig verstehen, dann sitzen wir im richtigen Boot, dann habe ich gar keine Sorge. So, jetzt sollen wir zu den Begrüßungen kommen.
die Augen! Links! Thank you.
Schwarzburg. Und vorsichtig wieder auf den Zähler.